Morgen. Ja, ich habe mir gedacht, ich nehme euch heute mal wieder mit und mal gucken, was so passiert. Wir haben jetzt gerade gefrühstückt und alleine, weil ich das Frühstück vorbereitet habe, bin ich total kaputt. Das war jetzt nicht viel, aber das ist sehr, sehr anstrengend für mich. Ja, wir wollen aber nachher noch zum Wochenmarkt, aber jetzt muss ich mich erstmal wieder ausruhen. Boah, das hört sich an, ne? Aber ja, ich muss mich jetzt ein bisschen noch ausruhen. Danach können wir zum Wochenmarkt und keine Ahnung, was wir dann noch machen. Also mit mir kann man nicht viel machen. Ich wollte noch ein bisschen nähen. Das halte ich so 1-2 Stunden aus beim Sitzen. Eine Stunde eher. Und ich weiß nicht, ob Dennis heute irgendwas mit dem Leon unternimmt oder so. Müssen wir mal schauen. Ja, aber ich habe mir gedacht, ich nehme euch jetzt einfach mal wieder mit. Ihr habt ja gesagt, ihr möchtet auch gerne die langweiligen Follow Me Around sehen. Und dann machen wir das jetzt auch. Ja, und heute Abend gehen wir dann, nachmittags gehen wir dann nach DM oder so. Aber ein DM-Haul werde ich auf jeden Fall dann nochmal extra. Also es sieht hier streifenfrei aus, finde ich. Ne, Leon, was sagst du? Ja, du machst jetzt ein paar Streifen, aber... Wir haben hier überall ein bisschen die Rollos unten, weil das so warm ist draußen. Aber ich gucke jetzt mal hier. Hier war es gerade richtig schmierig. Aber es sieht total streifenfrei und schön aus. Ich habe jetzt diese Soft-Universaltücher genommen. Also ich finde es jetzt wirklich gut. Das war jetzt mega anstrengend, aber ich wollte das jetzt mal ausprobieren, weil ich habe das noch gar nicht richtig alleine ausprobiert. Einmal im Keller, aber da habe ich dann gar nicht mehr geguckt, ob das streifenfrei ist. Und meine Haushaltshilfe, die kommt damit ja auch nicht so ganz klar. Die hat gesagt, das ist zu viel Technik. Sie putzt lieber ganz normal mit der Hand und saugt dann halt mit dem normalen Saugaufsatz. Ist ja auch nicht schlimm, muss sie ja dann für sich entscheiden. Das ist auch ein bisschen anstrengend, muss ich sagen. Der ist ein bisschen schwerer wie ein normaler Staubsauger auf jeden Fall. Aber ich habe den Boden jetzt mit diesen Soft-Universaltüchern, mit diesen blauen, habe ich den richtig gut sauber gekriegt. Die hat zwar gestern geputzt, aber Dennis hat gestern noch den Garten zu Ende gemacht und ist dann immer wieder rein, raus gelaufen. Und da war hier alles voller Fußspuren und der Boden ist sauber. Also der glänzt. Bis jetzt kann ich sagen, ich finde den super. Es ist schon eine Erleichterung auf jeden Fall, weil ich brauche jetzt nicht nochmal nach dem Saugen zusätzlich mit dem Wischer drüber gehen. Aber ja, es ist noch sehr, also sehr anstrengend für mich. Vielleicht, wenn ich wieder ein bisschen fitter bin, ist es einfacher. Aber ich finde, das ist sehr schwer, mit diesem Saugaufsatz zu wischen. Aber es liegt bestimmt auch daran, weil ich momentan überhaupt keine Kraft habe. Ja, ich werde euch auf jeden Fall noch weiterhin davon berichten, wie ich den so finde und wenn er dann so bei 3 Kindern im Einsatz ist. Wir waren jetzt bei DM, haben da schon was eingekauft. Also hier ist so ein Ding. Und da, aber das zeige ich euch, glaube ich, in einem Extra-Haul. Ich denke schon, ja. Und dann waren wir bei Edeka, haben noch was zu trinken geholt und Hollandaise-Soße, weil wir auf dem Markt für 5 Euro super Spargel gesehen haben. 5 Euro 2 Kilo, also das ist ja mal mega günstig. Und die hatten da so eine riesen Schälmaschine und haben die dann immer einzeln da reingesteckt und dann wurden die geschält. Und da habe ich dann auch noch eine ganze Kiste 2 Kilo Kirschen für 5 Euro gekauft. Das ist echt super günstig. Leider hatte ich nicht mehr Bargeld dabei. Ich dachte, ich hätte mehr dabei. Aber mit Karte kann man ja schlecht auf dem Markt bezahlen. Aber ist egal, jetzt haben wir die Sachen sehr, sehr günstig bekommen.
Und dann musste ich noch zur Apotheke. Für meinen Eisenmangel brauchte ich neue Tabletten. Und für meinen mordsmäßigen Sodbrennen, momentan bringt nichts anderes außer Gaviscon und das hält auch nicht lange. Aber ich habe das nachts ganz heftig, weil ich immer so einen Durst habe und von dem Trinken bekomme ich dann Sodbrennen. Ganz schlimm. Ja. Und Leon hat noch neue Sandalen bekommen, genau, die haben wir auch noch geholt. Und jetzt, mir tat gerade alles weh, dann musste ich wieder ins Auto, weil ich ja die ganze Zeit gelaufen bin. Dann musste ich ins Auto und ich kam gar nicht runter. Das tat richtig weh. Ach, ich fühle mich so alt, ne? Aber es sind nur noch 2 Wochen. Der Spargel ist zwar mega dünn, aber dafür war der sehr günstig und das ist echt richtig viel, 2 Kilo. Ja, hier ist er schon gebrochen. Letztes haben wir, wie viel hast du gesagt? 17 Euro für 1,5 Kilo bezahlt. Ja, mal gucken, ob der schmeckt, weil der für 17 Euro war sehr lecker. Ja, ich habe jetzt hier die Kirschen, also die reichen mir eigentlich, weil ich die einzigste bin, die Kirschen isst. Und dann habe ich noch einen ganzen halben Sack noch übrig. Und da ist mir eingefallen, ich habe doch noch den Teller von den Nachbarn. Die haben uns ja letztens was zu essen mitgebracht. Und man gibt einen Teller eigentlich nicht leer ab, sondern man packt da irgendwie wieder was Neues drauf. Da ich aber nicht zum Kochen oder Backen, also was Besonderes kochen kann oder was Besonderes backen kann, habe ich mir gedacht, gebe ich den so ab. Ich habe jetzt hier die Post liegen, mein Computer, damit ich das Video hochladen kann. Der Felix, der macht auch einen Mittagsschlaf. Mein Trinken, die Kirschen. Ah, ich habe vergessen, ein Gefäß mitzunehmen, wo ich die Kirschkerne reinspucken kann. Dennis, kannst du mir das bitte holen, das Gefäß? Ja, jetzt sofort. Nee, in einer Minute. Meine Fotos sind gekommen, die Babybaufotos. Die habe ich hier bei der Sandra West Babyfotografie gemacht. Die kommt aus Dorsten, könnt ihr ja mal googeln. Die hat auch eine Facebook-Seite. Und da habe ich dann, normalerweise ist in diesem Set sind 3 Fotos inklusive. Ich habe mich aber für 5 entschieden und das ist dann einmal die CD. Voll cool, da bin ich ja drauf. Und da sind die dann digital, die Fotos. Ich habe die aber auch schon hier runterladen können. Und dann haben wir hier noch welche. Einmal. Aber ich finde, das sieht nicht so gut aus, weil... Ich da, also es sieht zwar schön aus, auch mit dem Hintergrund, das ist perfekt fotografiert, aber ich finde, mir steht hier diese Blume auf dem Kopf nicht. Seht ihr das? Das steht mir nicht so. Ja, also, aber es sind auch nur 3 Fotos ausgedruckt, nicht mehr, obwohl ich halt 5 bezahlt habe. Aber ich denke mal, die 5 sind dann halt nur digital erhältlich. Aber richtig schön hier mit den Blumen. Und das Kleid, das war echt cool. Ich habe mich nur geschämt, weil es wirklich sehr durchsichtig war. Und da mitten auf der Straße halt. Und barfuß. Aber ist egal, ich habe es durchgezogen. Und ich musste mich auf der Straße auch umziehen. Und dann das hier. Aber mein Lieblingsfoto ist nicht dabei. Da gucke ich runter und ich finde, das sieht nicht so gut aus, weil ich da so runter gucke. Bei dem anderen Foto, da gucke ich ein bisschen besser. Ich kann euch die anderen beiden ja mal einblenden. Der Bauch, da war der noch voll klein in der 30. Woche. Aber ich wusste ja nicht, ne? Naja, passiert da noch was und dann hatten wir gar keine Fotos mehr. Ja, voll schön. Also das Essen, das war, geht so, es war sehr laff. Ich hätte noch ein bisschen probieren sollen von der Soße, bevor ich die serviere. Aber besser so, als wenn ich hinterher wieder extrem Sodbrennen habe. Ich habe auch nicht so viel davon gegessen. Aber Leon hat es ganz gut geschmeckt und Dennis hat auch gesagt, war ein bisschen fad, aber war okay. Kann man essen.
war jetzt nichts Besonderes. Also ich hätte mir das ein bisschen besser vorgestellt. Aber von der Konsistenz her, von der Soße und so, war alles wirklich gut. Ich hätte das wirklich einfach nur besser würzen müssen. Ja, ich habe mich jetzt danach noch mal eine Stunde hingelegt. Also ich habe nicht geschlafen, sondern ich musste mich einfach hinlegen, weil ich so Schmerzen hatte in der Hüfte. Das tut so richtig so im Hüftbereich und im Unterleib richtig weh. Also ich weiß nicht, also was das ist, keine Ahnung, aber das ist der Druck, weil ich jetzt eine Stunde im DM war. Ich denke mal, das tat mir nicht gut. Ja, ich räume jetzt noch ein paar Sachen hier weg. Jetzt kann ich nämlich wieder. Und dann wollte ich nämlich noch nach oben und ein paar, ich sage das immer falsch, wie heißen diese Dinger? Ich sage immer Organizer, aber die heißen eigentlich anders. Keine Ahnung, ich weiß nicht, wie die heißen. Auf jeden Fall wollte ich das jetzt gleich noch zu Ende nähen. Und guck mal, ist das süß. Steht schon hier bereit, aber das steht auch schon länger hier bereit. Das ist ja der neue Triptrap, den wir gekauft haben. Und dazu haben wir einen Newborn-Aufsatz, der ist noch vom Leon. Und dazu habe ich den Bezug genäht. Aber das zeige ich euch in einem anderen Video, das kommt nächste Woche. Das habe ich auch schon fertig. Und dann wollten wir uns zur Geburt von meinen Eltern und von Dennis' seinen Eltern einfach einen Gutschein wünschen. Und dann kaufen wir nämlich noch einen dritten Triptrap, weil Leon ja einen hat. Und der braucht den auch noch eine Weile. Und dann kommt der da hin und da kommt dann der andere Aufsatz, den haben wir auch schon gekauft und auch schon fertig, also auch schon mit Bezug und so. Ja, aber da fehlt halt nur noch der Triptrap und das holen wir uns dann halt zur Geburt. Ich muss jetzt hier noch den Kinderwagen, den habe ich euch ja auch schon in einem Video gezeigt, den muss ich noch sauber machen, weil, ich weiß nicht, könnt ihr das sehen, das ist so dunkel hier, ne? Der Kinderwagen steht ja immer hier hinten, aber die Katzen gehen da rein. Und dann habe ich da mal eine Decke drüber getan, also hier habe ich wieder alles sauber gemacht. Aber hier ist bestimmt wieder alles voll, ne? Ja. Übel. Ich muss jetzt gleich wieder alles richtig sauber machen. Das ärgert mich so, ey. Jetzt habe ich schon überlegt, wollte ich hier diese Regenhauben vielleicht drüber machen. Weil selbst als ich so eine Decke drüber hatte, sind die Katzen dann unter die Decke gekrabbelt. Die finden es total gemütlich, aber ich möchte auch spontan meine Kinder da reinmachen, ohne dass ich vorher noch da 100 Jahre brauche, um die Katzen habe. Ich bin jetzt hier auf dem Dachboden, weil ich meine Utensilios weitermachen wollte. Ich habe die schon angefangen. Das sind hier die hier. Ich kann euch mal ein Video dazu verlinken, wie ich das gemacht habe. Und zwar habe ich, und wie ich das ausgerechnet habe. Einmal verlinke ich euch das Video dazu, wonach ich mich jetzt hier richte, wie man ein ganz normales Utensilio näht. Und einmal verlinke ich euch das Video, wie man ausrechnet, wenn man jetzt zum Beispiel eine gewisse Größe haben möchte. Ich möchte zum Beispiel einmal, dass diese Waschlappen, wenn ich die viermal falte, das sind die Babywaschlappen, die habe ich für die Babys gekauft, wenn ich die viermal falte, dass die dann so genau reinpassen und wie man das dann ausrechnet, wenn man eine bestimmte Größe an Utensilio haben möchte, das verlinke ich euch auch, das ist auch von derselben YouTuberin, sehr, sehr gut und einfach erklärt und so habe ich auch meine ganzen anderen Utensilios ausgerechnet, zum Beispiel habe ich hier ja diese Einmalwaschlappen und dass das genau auf derselben Größe ist. Das hat auch echt gut geklappt und jetzt fehlen mir nur noch zwei Stück, drei habe ich schon fertig. Und die zwei habe ich halt schon soweit fertig. Ich muss nur noch die Ecken machen und dann umstülpen und bügeln. Dann ist das eigentlich soweit durch. Ja, ansonsten Leon und Dennis, die sind schon unterwegs. Die wollten eigentlich erst Eis essen gehen und dann auf den Spielplatz. Aber da fing voll an zu rationen. Und das war dann halt nicht so förderlich für den Spielplatz. Und dann haben die gesagt, gehen die zu Freunden. Und dann haben die dann da jetzt ein bisschen, spielen die da und danach gehen die mir ein Eis holen. Oh, da freue ich mich schon drauf. Was ich euch noch zeigen wollte, das habe ich schon auf Instagram gesagt, das ist übrigens mein Lebensretter bei der Hitze. Das ist hier so ein Handventilator. Ich kann euch das gerne mal verlinken, habe ich bei Amazon bestellt. Finde ich total gut und ich glaube, der kostet 13 Euro oder so nur. Und der hat drei Stufen. Einmal leicht und das reicht mir schon und man kann den auch hinstellen. Da ist so ein Ständer mit bei. Und dann ein bisschen mehr und dann ganz stark und das macht man mit einem USB-Anschluss, kann man das dann einfach aufladen, da ist so ein komischer Akku drin. Da Dennis aber voller Dampfer ist, kann er mir diesen komischen Akku, kann er mir den dann auch aufladen, weil diese Dampfer, also diese Dampfdinger da, diese komischen E-Zigaretten, die haben dann auch immer so einen Akku drin und dafür hat er passende Ladegeräte, das heißt, ich brauche das nicht extra immer auf meinem Laptop oder so aufladen. Das finde ich ganz gut. Und der ist wirklich toll. Und dann habe ich immer das komische Wasserspray von,
von DM. Ich habe schon 2 Flaschen aufgebraucht, weil Leon auch immer so gerne damit spielt und mich ansprüht und sich ansprüht. Und dieses Wasserspray aus der Dose, voll cool. Dann kann man sich damit ansprühen und dann kommt der Wind einem entgegen. Das hilft mir so ein bisschen über die Hitze, weil, boah, je dicker ich werde, desto schlimmer wird das, ehrlich. Das ist schon wirklich, in der Hitze ist das nicht schön. Ich liebe den Sommer über alles. Normalerweise je heißer, desto besser, aber das ist, oh, sehr unangenehm. Boah, ist mir heiß. Boah, ich bin auch voll am Schwitzen. Ich bin froh, dass ich hier dieses Teil noch habe, was immer noch an ist. Mach ich mal aus. Das hat mir ein bisschen geholfen, hier auf dem Dachboden zu überleben. Aber guck mal, wie ich genäht habe, wie so ein Asi. Sehen? Voll bauchfrei am Nähen. Also ich habe mein Oberteil einfach nur hochgezogen. Boah, aber das tut so gut, wenn der Wind rankommt. Ne? Und ich bin ja zu Hause, ist ja egal. Sieht ja sonst keiner. Boah, der ist so groß. Ich wurde gestern auch zum Beispiel schon wieder angegrapscht von jemand Fremdes. Also ich finde, das gehört sich ja eigentlich nicht. Also selbst wenn ich jetzt eine Freundin habe, die schwanger ist, frage ich vorher, ob ich den Bauch mal anfassen darf. Das ist auch was ganz Schönes, so einen Schwangerschaftsbauch anzufassen. Aber ich finde, das gehört sich einfach dazu, man fragt. Es war eine ältere Dame und es ist schon mal vorgekommen, da wurde ich auch angesprochen von jemandem, so eine Verkäuferin. Und die hat mich auch einfach angefasst. Ich sag da so jetzt nichts zu, weil solange das kein Mann macht, und das ist jetzt erst 2 vorgekommen mit gestern, und meine Freundin war total die so, passiert dir das öfter? Ich so, ja, ist jetzt schon das 2. Mal passiert. Und beim Leon war das, glaube ich, auch so. Man ist einfach selbst so baff, weil man damit nicht rechnet, weil ich würde nie jemanden Fremdes einfach so anfassen. Es war eine ältere Dame und ich verstehe das auch, und die fühlen sich dann nochmal ein bisschen zurückversetzt und die sind immer so erstaunt, dass dieses Wunder im Bauch drin ist. Wenn man älter ist, ist es, glaube ich, dann auch nochmal emotionaler. Ja, weil, ne, das war eine ganz, ganz alte Dame und dann denkt man sich, ja, dann tue ich ihr den Gefallen. Und meine Freundin meinte schon so, ja, man könnte dich ja mal im Altersheim aussetzen. Dann kannst du ein paar alte Menschen glücklich machen. Ja, das würde ich sogar machen. Dürfen sie alle mal grapschen. Nein, Quatsch. Nee, aber also normalerweise sollte man das ja nicht machen, aber die taten mir jetzt einfach so leid. Und was heißt so leid, aber ja, keine Ahnung. Die so, oh, wie süß, du guckst ja schon fast raus. Ich so, okay. Und meine Freundin total, was geht denn jetzt los? Ja, und ich werde jetzt auch schon öfter angesprochen, ob es Zwillinge sind, weil das so ein Riesenbauch ist. Und gerade letztens, als wir unterwegs waren, hatte ich halt eine kurze Hose an und dann ein dünnes Oberteil und dann dieser Mordsbauch. Und die haben mich alle angestarrt. Also jetzt gucken sie alle schon, weil die sich denken, mein Gott, was macht denn die in der Stadt? Muss die jetzt nicht bald entbinden oder ist die nicht schon längst überfällig? Nein, ich habe ja noch ein bisschen. Hier sind diese Organizer. Ja, leider sieht man diese Elefanten noch nicht so gut drauf. Habe ich ein bisschen unvorteilhaft abgeschnitten. Habe ich nicht drüber nachgedacht. Ich zeige euch die jetzt mal, wie das dann aussieht. Ich habe nämlich ja schon ein paar fertig. Ich muss das alles mit runternehmen. Und der Bauch, immer noch bauchfrei. Boah, das geht nicht anders, Leute. Am liebsten würde ich hier auch nur im Bikini rumrennen, aber mir passt kein Bikini mehr. Oben rum und unten rum nicht mehr. So. Boah, ist mir hot, ey. Sind wir im Kinderzimmer, im Babyzimmer. So, ich habe schon ein paar fertig. Oh, und ich sehe gerade, das ist uns eine andere Farbe. Oh nein, mir ist dieses Blau hier ausgegangen und dann bin ich nochmal in die Stadt gegangen und habe nochmal Neues geholt. Aber das ist eher so blau und das so, wie nennt man die Farbe hier, Türkis? Ach, das finde ich jetzt aber doof.
Weil hier sind schon ein paar fertig. Hier habe ich dann zweimal so Wattestäbchen drin, die passen genau rein. Dann zwei Stapel von diesen Wattepads, die passen auch genau rein. Und einmal hier diese Trockentücher. Ich habe geguckt, dass ich die alle auf derselben Höhe habe. Und deswegen passen da auch hier zwei rein. Ja, ist egal. Aber so doll fällt das gar nicht auf, ne? Glaube ich. Egal. Und dann habe ich hier noch diese Lappen. Obwohl ich die nicht so oft benutzt habe beim Leon. Aber mal gucken. Ich weiß noch nicht, wie ich das verteile. Aber dann kommt hier noch das Schüsselchen mit dem Wasser hin. Das ist dann hier drin. Dieses IKEA-Schüsselchen. Ja. Und die Wickelkommode wartet schon auf die beiden. Ja, schon ein bisschen fertig. Ist noch nicht alles. Ich bin mir noch nicht sicher, ob ich den behalten soll. Der ist von meiner Cousine noch und den habe ich auch beim Leon benutzt. Ob ich den hier stehen lassen soll, also ich weiß es nicht, weil es ist ja echt heiß. Ob man es trotzdem braucht, gerade nach dem Baden, aber der ist so klobig. Ich finde, der passt, also von der Farbe, okay, wegen den Lichtschaltern passt das hier gut rein. Aber ansonsten von der Farbe passt das hier überhaupt nicht rein. Aber der ist wirklich sehr gut, weil man den dann, wenn man den überhaupt nicht mehr braucht, nach ein paar Monaten, kann man den einfach wieder im Keller packen und man hat nicht hier so ein, wie heißt das, so ein Teil, was man sonst an der Wand dran hat. Ja, das ist die Wickelkommode. Aber ich mache nochmal ein extra Video auf jeden Fall, wie ich alles eingeteilt habe und so. Nur ich weiß halt nicht wann. Und die Pampers sind so süß. Ich habe jetzt erst drei Pakete gekauft. Ich wollte noch mehr kaufen, aber Dennis hat gesagt, nee, ich soll das sein lassen. Zur Not geht er spontan nochmal schnell los. Dann machen wir das so, bevor wir was wegschmeißen. Ja, die Koffer und die Maxi-Cosi ist natürlich alles umgerät, damit die Katzen nicht reinspringen. Oh, ich bin kaputt. Es wartet alles auf die beiden. Aber ist noch nicht alles fertig. Und hier wollte ich auch noch ein Video machen. Die Baby-Erstausstattung und das Kissen. Zug habe ich auch genäht. Voll süß. Das macht voll Spaß, so alles so in demselben Design zu machen. Und die Bettschlange, das habe ich auch gefilmt. Also ich hoffe, dass es übernächste Woche online kommt, weil nächste Woche habe ich nämlich schon ein paar Videos. Ich habe nämlich auch noch ein Video gemacht, das wollte ich, muss ich auf jeden Fall nächste Woche hochladen, weil da weil das mit einem Datum verbunden ist. Ich habe nämlich was für euch zu verlosen, was ich selbst genäht habe. Also es geht um meine selbstgenähten Sachen. Da stelle ich euch die ganzen selbstgenähten Sachen für die Zwillinge vor. Und da habe ich dann für zwei Leute was zu verlosen. Also falls ihr da Interesse habt oder so, könnt ihr euch das Video mal angucken und am Ende sage ich, was ihr dann da machen müsst. Machen müsst ihr voll die Aufgabe, nein Quatsch. Aber ja, das sind ja auch nur zwei kleine Sachen, aber weil so viele mal gefragt haben, ob ich die Sachen nicht verkaufen möchte, die ich nähe oder ja. Aber ich habe da so wenig Zeit für, ich bin froh, wenn ich meine ganzen Sachen hier fertig kriege und dann die noch von Bekannten, die ich noch nehme. Mein Eis ist gekommen. Ich habe zwei Kugeln Haselnuss und eine Kugel Pistazie bekommen. Leon hat schon bei unseren Freunden Abend gegessen und isst jetzt mit Dennis zusammen am Tisch das Eis. Nur ich kann nicht am Tisch sitzen. Das tut mir voll weh, dieses gerade Sitzen. Ich bin voll der Außenseiter. Ja, ich wollte eigentlich auch noch Kekse backen heute, aber boah, ich bin von dem DM-Einkauf so überfordert gewesen jetzt, ne? Geht gar nicht, aber ich nehme euch auf jeden Fall nächste Woche nochmal mit und ich möchte euch dieses Keksrezept mal vorstellen, weil das ist wirklich voll lecker. Ja, auf jeden Fall esse ich jetzt mein Eis und dann gucke ich, dass ich das Video morgen schneide. Heute habe ich keine Lust mehr, dann lade ich das Montag hoch. Ja, dann wollte ich euch noch was sagen. Ich gucke, dass ich auf jeden Fall vielleicht noch mal nächstes Wochenende noch mal mitfilme, so den Tag über. Dann backe ich die Kekse mit euch. Also wenn die beiden jetzt nicht eher kommen, ich hoffe nicht. Und ich hoffe, dass ich da noch backen kann. Und dann wollte ich euch eigentlich den Tag vor dem Kaiserschnitt noch mitnehmen. Ob wir da Vorbereitungen haben oder was auch immer. Und dann eigentlich natürlich auch am Tag des Kaiserschnittes oder je nachdem, ob ich da vielleicht eingeleitet werde oder auch nicht, weiß ich ja nicht. Und von da an werde ich euch dann halt, wie gesagt, öfter mitnehmen. Nur ich weiß halt nicht, wann man das immer hochlädt. Aber ich habe schon ein Video vorbereitet für, wenn die beiden da sind, habe ich so ein kleines Video halt vorbereitet, dass ich euch dann auch direkt Bescheid sagen kann. Also wenn wir dann zu Hause sind, dass ich das dann direkt hochladen kann. Ja, ich wünsche euch jetzt erstmal einen wunderschönen Tag und sage bis zum nächsten Mal. Tschüss!